Heyo, ihr Gratulatoren, da sind wir wieder im Vorhof des Schreckens und der Herausforderung in Let's Play Fire Emblem 8, The Sacred Stones. Und wir steigen aus. Wir haben das erreicht mit Naimi, was wir erreichen wollten. Danke dafür. Du, Franz, wirst ihr zur Seite eilen, falls von hier aus noch irgendwas Unbekanntes erscheint. Und der Rest. Stimmt, der Kolben geht nicht nach vorne. So, in der letzten Folge hat der noch angefangen, auf uns zu böllern. Und ich könnte mit dem Josh... Ich müsste gucken, ob ich die gute Vanessa noch ein bisschen... Sollte ich sie noch aufleveln? Auf jeden Fall erstmal nicht gegen die Schwachmaten da oben. Nein, 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 das lassen wir lieber sein. Ich meine, wer... Sie ist stark genug geworden. So, Joshua ist immer noch Level 6. Das heißt, er geht hier hin, dann wird er nicht angeschossen. Der Ross. Ha, was macht der Ross denn? Aber die gute Lute, die ist eine tolle Stute. Und die muss doch aufgelevelt werden. Du eigentlich auch so langsam, aber das wird nix. Mal gucken, ob wir Erika gegen den Boss setzen. Naja, Ross ist gut genug. Ich weiß nicht so recht. Ich weiß nicht so genau. Ich werde jetzt erstmal abwarten, dass die beiden Hanseln hier zu mir nach unten kommen. Dann ist gut. So. Der gute Looney Cloud hatte. War es, glaube ich? Fark! Der. Ja! Bam! Schnitzelparade! Ich meine, Menschengeschnetzeltes! Für den Uga Ulan! Uga Ulan, glücklich! Mit. Vor allem ist. Level up! Gut! Yes! Yes! Kampf im Wald! Der Looney Cloud. Ja, hoi! Ja, come on, schick ihn ins. Na, lass eben bleiben, wenn du keine Lust hast. Oh oh! Auf der anderen Seite geht gerade mein Handy? Nein, doch nicht. Egal. So, du gehst nach oben. Du tötest. Tötest sie. So, und. Ui. Ui, die sind gut gedeckt im Walde. Aber er trifft. Nein! Nein, das kann nicht einfach so sein. Das haut einfach rein. Und Heilung muss jetzt sein. Das ist doch nicht wirklich. Looney Cloud hatte mir geschrieben, der Grund, weswegen die gute und liebenswerte, wie heißt sie noch gleich, Vanessa, es so schwer hatte, ja, die Leute... Stimmt, ich soll dich auch mal weiter bewegen. Es so schwer hatte, hier zu treffen, war ein ganz einfaches Gründchen. Und zwar auf diesen Bergfeldern. Ja, Verteidigung 1 und aus 20. Ausweichen, glaube ich. Erhöht wahnsinnig den Ausweichenwert. Deswegen war das so. Oh, Moment. Scheiße. Ja, du gehst nach da vorne und wirst ihm dabei helfen nachher. Und du? Du bist der der Ausweicherkönig, geht in den Wald natürlich. Und dann haut er rein. Mir wurde, glaube ich, auch empfohlen, ich weiß nicht mehr von wem, den Ross zur Lute zu stellen, weil das den Angriffswert... Das darf doch nicht wahr sein, verdammt nochmal, wie oft triffst du mich? Den Angriffsschadenswert von der Lute ordentlich in die Höhe zu treiben und eine vielleicht schöne Romanze anzufachen. Yay! Ross, du wirst den Weg ebnen für uns alle. So. Okay. Und dann müssen wir mal schauen. Okay, wir machen jetzt Shortcut-Flug und wir retten die da, gehen wir nach hier oben und warten. Und in der nächsten Runde haben wir die da raus. So, jetzt ist die Melanie in Sicherheit. Und der Joshua, der, hoffentlich wird man da nicht getroffen, aber der braucht jetzt mal ordentlich wieder was auf den Rippen. Nicht, dass der Schütze von da oben irgendwann erkennt, dass er ja irgendwie mal den Wald voll geblutet hat. Ja, Landezeichen für die Hubschraube her. Und dann anfängt auf ihn drauf zu böllern. Das wollen wir nicht. Aber die Lute ist jetzt... Ja, die Lute bleibt hier auch erstmal hier. Gott. Und der Korn, der kann auch mal vorrücken. Du sowieso. Aber wenn wir dich dann der Gefahr aussetzen, das ist mir jetzt wurscht. Der... Oh Gott, wer war das jetzt noch gleich? War es der... Haha! Was? Ja, der Tod ist es. Der Tod. Schlitz. Der Gürtel ist die Stelle, wo er ihn zerteilte. Jedenfalls, was ich... Oh, 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 oh. Was für ein Schwachsinniger. Der hat's nicht verdient, darauf zu sitzen. Oh, zumindest ist es gut für mich und meine Seele. Eisenaxt. Und er kann sich nicht mal wehren. Wir haben die Schwachen und Krüppel überfallen. Das war geil.
Mann, das macht Spaß. Und noch immer nichts von hier hinten. Das finde ich auch toll. So, jetzt ist natürlich die Frage aller Fragen. Wir setzen erstmal die Olle hier ab. Gut. Naimi auch nochmal ein bisschen Aktion hier in diesem Spiel. Von den Leveln her, Degas. Nein, Degas hier kann jetzt nachrücken. So, gut. Und die hier sowieso, wir haben es ja nicht mehr mit allzu vielen zu tun. Ich weiß nicht mehr, wer es ist. Ich glaube, der Miyagius war es. Der Miyagius hat mir auch was geschrieben, aber ich weiß es gerade nicht mehr. Was ich habe mir eben noch angeguckt und weiß es nicht mehr. Es tut mir leid. Moment, bist du voll... Nein, bist du nicht. Wie weit kannst du? Okay, bis dahin. Okay, wunderbar. Das passt einwandfrei. Dann können wir für dir auch noch ein paar Erfahrungspünktchen mitnehmen. Und dann sollten wir ab der nächsten Folge oder zwischendurch mal wieder einen neuen Heilstab kaufen. Das Ding ist jetzt schon fast abgerieben. Vielleicht, weil sie es hin und wieder als Standmikro benutzt? Ja. Das sieht schon mal gar nicht so ganz verkehrt aus, dass er jetzt hier... Die Naimi habe ich nicht vergessen zu bewegen. So, Naimi, du hast ordentlich Lebenspunkte auf dem Füller. Dann kannst du es sicherlich mit diesem Herrn aufnehmen, den du jetzt hier runterlockst. So, hier haben wir noch einen... Die Backup-Kämpferin, Lute, die kommt noch auch dazu. Und den hier wollen wir ihr dann so langsam mal mit auf die Fersen heften. So, hat noch irgendjemand Lebenspunkte zu wenig? Wage es nicht, jemand Lebenspunkte zu wenig zu haben. Falk, wir haben Lebenspunkte zu viel. Warum? Moment, du hast was zu... Erfahrungspunkte. So, du kriegst jetzt ein gutes Level up. Wage es nicht, ein schlechtes Level up zu nehmen. Wage es nicht. Ja? Ja? Level up? Ja? Und jetzt komm... Was will ich damit? Die kämpft nicht. Lohnt sich das? Nein, ich habe keine Ahnung, meine Güte, nochmal. So, der Rest... Was für ein Level hattest du nochmal, mein Liebling? Level 7, okay, das passt. Du wirst hoffentlich den Boss erledigen können. Du kommst einfach mal mit, weil du so gut aussiehst. Beim Franz weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob der da unten stehen bleiben soll. So, die Vanessa geht einfach mal hier hin und wartet. Und das werden wir jetzt mal abwarten, ob wir diesem einen eine Ver... Ja. Nein! Aber wenigstens hat wieder jemand, geblutet. Ja. Medic. Wir können wieder Medic-Energie gebrauchen. Ich glaube, sie ist jetzt höher levelig als der alle bestruppte... Wie ist der noch Glied? Molder. So, du hast deine Aufgabe erledigt, Naimi. Nein, da geht... Na, ach, egal. Na, egal. So, dann gehen wir hier hin und heilen sie nochmal ordentlich durch. Dann geht's weiter. Wer war das jetzt nochmal? Das hat der Miyagius mir geschrieben. Ich glaube, dass der Eisenreif... dass hier irgendwie ein Magier einen Reif getragen hat und das war jetzt eigentlich nicht so schön. Aber das war der LP-Kommentator 98, aber der, dem gehe ich gerade auf, auch glaube ich, ziemlich auf den Zeiger. Warum? Lute. Moment. Nee, das werden wir jetzt noch eine Runde abwarten, damit die ordentlich hier Sympathiepunkte füreinander entwickeln, die Lute und der Ross. Dann... Moment, wo kannst du hin? Ja, wunderbar. Mann, der kann aber auch weiter laufen als vorher, oder? So, ich glaube, der Miyagius war es, der mir von dem magischen Dreieck erzählt hat. Nämlich genauso wie beim Waffendreieck gibt es auch ein magisches Dreieck. Also nicht beim Projektmanagement, sondern, ich glaube, Licht gut gegen Schatten, Schatten gut gegen Anima. Anima sind diese Dinger hier, dieser Papa, diese Naturmagie, Feuer, Natur, natürlich. Und, Natur ist wieder gut gegen Licht oder sowas, wenn ich das im Kopf hatte. Und das gibt's in dem aktuellsten Teil nicht mehr. Warum auch immer? Können die sich gegenseitig jetzt lieb haben? Nein. Schade. Hoppala. So, du bist Level 7. Gut, du bist Level 4. Die brauchen wir auch nicht mehr. Weiterentwickeln, meine ich. So, dich muss mal aufleveln. Ich muss gerade mal durchgucken, ob die hier einigermaßen praktisch zusammen sind. Naimi, du bist immer noch ein bisschen vor... Du bist immer noch der Hinterwäldler. Ich weiß nicht, ich tue mich so schwer damit. Ich denke, ich werde ihn irgendwann mal auswechseln. Ja, das tun wir. Und, Moment, wer hatte... Nein. Nee, die hatten wir voll gemacht. Wer hatte denn hier so wenig... Ach, die Lute. Stimmt, die war es. So, rücken wir vor. Und das ist so mein Backup-strategischer Eingriff hier. Dass wir nicht nur die Erfahrungspunkte kriegen, sondern sie muss natürlich auch vorne sein. Im Feldlazarett. Ganz nach vorne. Die sieht aus wie so eine komische... geistliche Krankenschwester. Was ist sie eigentlich? Ach, eine geistliche. Ah, wundert mich jetzt gerade. Nicht. Vanessa, Level 8. Ich würde sie eigentlich auch noch mal ganz gerne nach vorne schicken, aber ich glaube, die könnte ordentlich Probleme haben. Ich guck gerade mal, wie hoch der... Okay, der bequemt sich mal wieder nicht da weg. Das ist gut. Das haben wir jetzt natürlich alles geplant hier rausgekriegt.
Genauso wie es sein sollte. So, hat die Brücke irgendwie besondere Werteverbesserungen? Nein, hat sie nicht. Genauso wenig wie die Ebene. So, Ross ist mein Mr. Backup-Typ. Du gehst nach da, wartest, ja, und die Lute, die Tores, die sich hier untereinander unterhalten können und so weiter. Brauchen wir dich? Nein, brauchen wir dich, hoffentlich nicht. Du gehst einfach mal hinterher. Der Rest kann einfach mal bleiben, wo er ist. So, jetzt ist nur noch dieser eine da. Ich hoffe, ich bin schnell genug, bevor hier... Ich rechne damit, dass hier irgendwie aus dem Nichts jetzt noch irgendeine Wahnsinnsstreitmacht aufkreuzt. Okay, wir können ihn angreifen. Schauen wir mal, Rapier. Ist gut, aber von der Trefferwahrscheinlichkeit her nicht so. Oh Gott, vergiss das Eisenschwert, ich muss den Rapier benutzen. So, jetzt ist die Frage, können wir mit Hilfe Okay, das würde 5 Schaden machen, wenn es trifft. Die Lute würde ich machen 11, wenn sie trifft. Das ist aber alles so vage. Und du? Okay, dann muss die Lute anders lang. Oh, die Naimi kann auch so weit angreifen und laufen, das ist toll. Aber er kann nicht zurück angreifen, das ist auch toll. Okay, ich hoffe, das wirkt. Ich hoffe, das wirkt. Ich hoffe, dass die zumindest wenigstens einen einzigen Treffer abkönnen. Unsere Balliste haben versagt. Wie konnte das geschehen? Jetzt liegt es wohl an mir. Ja, es liegt an dir. Du hast auch ein lächerliches Stahlschwert. Oh, Erfahrung. Das gibt ganz gut. Was hat er denn sonst noch? Oh, er hat noch einen Langspeer und er hat ein Ritterwappen. Moment, kann ich das nicht auswählen, um nachzulesen? Ah, für Ritter und Kavaliere. Ah, kann ich? Scheiße. Ich muss mir demnächst die Einheiten vorher angucken, was sie da haben. Jetzt ist der... Ich krieg den Kolben nicht mehr da rechtzeitig hin. Kacke. Naja, schauen wir mal. Okay, die Lute kann da hin und... Brezel! Bitte treffe für mich, du Gen... Ja, endlich Glück auf meiner Seite. Ich habe auch gelesen, ich weiß nicht mehr von wem, dass die ordentlich geil werden soll später. Richtig krass gut drauf. Und zumindest in Awakening ist es so, weil ich glaube, der Ludicloud wusste nicht... Ja, wo alles trifft! Jeder Schuss ein Treffer, jeder Schuss geht rein. Volltreffer, Volltreffer, alle singen mit. Dieser Bundesliga-Schlager ist ein super Spiel. Und jetzt töten wir ihn. Flugeinheiten kriegen die Feldboni nicht mit. Ja, nimm es! Lord Tirador! Lord Tirador! Was? Ein einziger Scheiß erfahren! Punkt hat mir gefehlt. Wieso kriege ich das Ding jetzt? Hätte ich dann diesen komischen Ring, sie alle zu knechten, nicht auch kriegen müssen? Weil... Das hat der mir jetzt so aus... Was soll's? Ich bin glücklich, bin froh. Mehr brauche ich nicht, außer meinen knackigen Eirika-Arsch hier auf den Besetzungseingang zu setzen. Und dann haben wir das schon durch. Mein Bruder hält sich irgendwo in diesem Schloss auf. Seth, wir müssen hineingelangen. Wartet, Lady Eirika. Seht doch, in den Schatten, eine Gestalt. Niergestalt? Ah, ein feindlicher Soldat. Er sieht aber vertraut aus. Prinzessin, wie habe ich den nochmal gesprochen? Prinzessin Eirika. Und seid ihr das, Seth? Sir Orson, warum seid ihr hier? Ihr solltet doch bei Prinz Ephraim sein. Seid ihr in Ordnung, Orson? Wenn ihr hier seid, muss auch mein Bruder hier sein, nicht wahr? Ja, Prinz Ephraim und ich wurden von Grado gefangen genommen und hier als Gefangene gehalten. Es ist mir soeben erst gelungen, meinem Gefängnis zu entkommen, um mein Pferdchen aus dem Stall zu holen, oder was? Eine Chance zur Flucht, dafür habe ich gebetet. Orson, wie geht es euch? Euer Gesicht ist so bleich. Grados Männer, sag nicht, sie haben... Nein, es ist nichts. Aber Lord Ephraim, ich kann nicht sagen, ob er unversehrt ist. Was? Wo ist er? Wo ist mein Bruder? Wenn er noch am Leben ist, muss er in einer der tiefer gelegenen Zellen sein. Hat er eben nicht auch gesagt, es geht ihm gut? Er ist Widerspruch. Columbo kommt zurück und hat noch eine Frage. Dort, wo auch ich eingekerkert war, folgt diesen Korridor ins Verlies. Schnell, bevor Verstärkung eintrifft. Ich danke euch. Es riecht sehr nach Fisch hier. Doch wird der Fischgeruch sich weiter ausbreiten? Ist Ephraim wirklich im Schloss? Können wir ihn retten? Vermutlich lassen sich diese Fragen klären in der nächsten Folge oder ab der nächsten Folge, im nächsten Kapitel von Let's Play Fire Emblem 8. Die heiligen Steine.
Bis dann. Tschüss.